Hier sind die Landschaftsarbeiten, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe. Die größere Arbeit, die jetzt 24 entstanden ist, wo ein Motiv aus St. Anton, ein kleiner Bergsee ist, den habe ich versucht, mit wenig Einzelheiten darzustellen. Bei den St. Anton-Arbeiten war immer für mich wichtig, dass diese Kontur zwischen Himmel und Berge eine ganz klare ist, wie es gerade in der Abendstimmung in den Bergen sehr oft der Fall ist. Das sind so Aluminiumverbundplatten und die werden mit Dusche und Ölfarbe bemalt. Und es gibt eine ganz interessante Struktur, weil die Ölfarbe ölig ist und die Dusche wasserhältlich und so zerrinnt die Farbe und gibt ganz spannende Effekte.